So, und nun haben wir einerseits zwar die Erfolge der Ukraine, die sie ja selber quasi auch dann in die Öffentlichkeit bringen. Andererseits, selbst wenn das Gebiet befreit ist, Marianne Grunden, es ist gar nicht so einfach, dann tatsächlich dort wieder zu leben, zu wohnen, zu arbeiten, sich dort zu bewegen. Warum eigentlich nicht? Ja, bis man da wieder leben kann, das wird wahrscheinlich Jahrzehnte oder zumindest 10 Jahre oder mehr dauern. Denn die Russen haben das gesamte Gebiet vermint. Und das schauen wir uns jetzt einmal an, was es damit auf sich hat. Tatsächlich ziehen die Russen sich aus Cherson wohl zurück und die Ukrainer können tatsächlich wieder in diese Gebiete reingehen. Aber das ist gar nicht so einfach, denn diese Gebiete wurden vermint und es gibt immer wieder Truppen von den Ukrainern, die versuchen, diese Gebiete eben von den Minen zu befreien. Wir sehen es hier, ein Team von uns hat die Ukrainer da begleitet und tatsächlich sind 170.000 Quadratkilometer, also die Hälfte von Deutschland, um das mal in Relation zu setzen, in der Ukraine vermint worden. Also das wird ewig dauern. Man spricht davon Jahrzehnten, bis da wirklich alle Minen wieder geräumt wurden. Wir haben hier gerade gesehen, eine Explosion, also diese Räumung. Das war eine Panzerabwehrmine, die wurde tatsächlich von den Russen sehr häufig verwendet. Das ist der Typ TM-62, TM-89 und hat so ein Gewicht von ungefähr 10 Kilogramm. Die Ladung hier sind 7,5 Kilogramm Sprengstoff, also TNT. Eine Hohlladung ist das. Der Zünder, das ist ein Druckzünder, der da in der Ukraine hauptsächlich genutzt wurde. Der löst aus, wenn da 150 bis 550 Kilo Belastung draufkommen. Das ist natürlich einerseits, wenn man mit einem Panzer drüber fährt, aber eben auch ein PKW zum Beispiel könnte diese Mine tatsächlich auslösen. Perfider sind diese Antipersonenminen, die hier auch zum Einsatz kommen. Hier sehen wir tatsächlich Bilder aus der Ukraine, wo die eingesetzt wurden. Das ist die POM-3 Medaillon. Die hat ein Gewicht von 1,8 Kilogramm und das ist eine Springmine. Das ist besonders perfide, denn sobald sie auslöst, zum Beispiel auch durch Vibration, einfach nur, weil man in der Nähe ist, schleudert sie sozusagen die Sprengladung auf 1 Meter, 1,50 Meter Höhe und zerfetzt dann eben ungefähr den Torsobereich, was eben eigentlich auch international geächtet wird. Und das Ganze so im 16 Meter Umkreis. Was auch zum Einsatz kommt, sind Streuminen. Streuminen, die werden abgeworfen vom Helikopter oder vom Flugzeug und haben auch das Ziel, also Antipersonenminen, und verstümmeln aber die Personen. Also das Ziel ist nicht hier das Töten, sondern das Verstümmeln und somit eben Einsatzkräfte auch zu binden. Und sie haben einen Selbstzerstörungsmechanismus. Heißt, selbst wenn Personen nicht auf diese Minen treten, kurz nach dem Abwurf, Stunden oder teilweise auch Tage später, können sie immer noch auslösen. Heißt, man wiegt sich in Sicherheit, verlässt das Haus und dann werden diese Sprengminen tatsächlich, diese Streuminen dann tatsächlich nochmal gezündet. Also eine sehr perfide Taktik, um hier auch die Zivilbevölkerung wirklich zu terrorisieren. Eine davon ist die PTM-1S. Das ist ein Liter, die ist ungefähr so groß wie eine 1-Liter-Cola-Flasche, wie man hier sieht. Oder die PFM-1, das ist eine Schmetterlingsmine, die ist ungefähr so groß wie eine Hand. Und das Problem ist dabei, dass die eben auch oft von Kindern aufgehoben werden. Also sehr gefährlich und für die Ukraine sehr viel Arbeit, das jetzt tatsächlich zu beseitigen. Danke für diese Einblicke und für die Erklärung. Dankeschön.